Wie lebt es sich so in den 50er Jahren in den USA? Den meisten Amerikanern geht es ganz gut. Es ist eine Blütezeit. Das Land erlebt ein nie dagewesenes Wachstum und die Arbeitslosenquote war noch nie so niedrig. Das ist der Triumph des American Way of Life. Mit seinem Konformismus, seinen familiären und religiösen Wertvorstellungen und seiner Konsumfreudigkeit. Alles in allem ist das Leben schön, leicht und sehr materialistisch. Aber wie so oft gibt es auch eine Schattenseite. Diese verfluchten Kommunisten, die womöglich sogar die USA bedrohen. Mr. Hoover, some people are saying today that communism is no longer a danger to our country. What is your opinion about that? Senator, I think that communism is as serious a menace to the United States as it ever was, if not more so. Because today you have in charge of the Communist Party a hardcore, fanatical group of members who are dedicated to the overthrow of our government by force and violence. The Communist Party itself is a part of an international criminal conspiracy for the destruction of the American way of life. It's headed up into Moscow by Nikita Khrushchev. Ende der 50er Jahre ist Nikita Khrushchev für den Durchschnittsamerikaner der Staatsfeind Nummer 1. Nicht, dass der Durchschnittsamerikaner viel über ihn wüsste, aber das, was er weiß, prägt seine Meinung. Nikita Khrushchev ist der Diktator des größten Landes der Welt, der Sowjetunion. Er hasst Gott, Amerika und die Amerikaner. Und er besitzt Atomwaffen, die er, wie es scheint, jeden Moment gegen die USA einzusetzen bereit ist. Kurz gesagt, für die Amerikaner ist Mr. K, wie ihn die Medien entsprechend der englischen Schreibweise nennen, der Teufel in Person. Doch dann geschieht das Undenkbare. In a special White House conference, President Eisenhower reads the text of a joint announcement released simultaneously in Moscow. The President of the United States has invited Mr. Nikita Khrushchev, Chairman of the Council of Ministers of the USSR, to pay an official visit to the United States in September. Mr. Khrushchev will visit Washington for 2 or 3 days and will also spend 10 days or so traveling in the United States. Während Khrushchev in Moskau ins Flugzeug steigt Richtung USA, werden im Weißen Haus die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Reise ist bis ins kleinste Detail geplant. Für die Berater des US-Präsidenten ist klar, worum es geht. Nikita Khrushchev 10 Tage durch das Land zu kutschieren und ihm zu zeigen, was Amerika alles zu bieten hat. Größe und Reichtum dessen, was er zu sehen bekommt, sollen ihn beeindrucken. Wenn er dann am Ende der Reise den amerikanischen Präsidenten trifft, soll Khrushchev gut eingestimmt sein, um über die Probleme des Kalten Krieges zu sprechen. Zum Vorteil der USA natürlich. Nikita Khrushchev beabsichtigt das genaue Gegenteil. Er will auf keinen Fall beeindruckt oder betroffen erscheinen, sondern seinerseits Eindruck schinden. Dem Kommunismus will er ein menschliches Gesicht geben. Einige Jahre später wird er in seinen Memoiren über die Reise in das Land der Kapitalisten schreiben: Unsere Beziehungen waren recht kühl, angespannt. Es war in gewissem Maße ein Abtasten, denn in der Politik muss alles ausgewogen sein. Liegst du einen halben Ton zu tief, verliert der Gegner den Respekt vor dir und wird keinerlei Rücksicht mehr nehmen. Liegst du aber einen halben Ton zu hoch, dann kann das schnell in die Hose gehen. Es sind schließlich die Vereinigten Staaten, unser stärkster Widersacher.
Chruschtschow will jede Etappe der Reise zu seinem Vorteil nutzen. Von Anfang an besteht er darauf, dass die sowjetische Delegation in der riesigen Tupolev Tu-114 über den Atlantik fliegt. Sie ist das weltweit einzige Verkehrsflugzeug seiner Zeit, das nonstop von Moskau bis nach Washington fliegen kann. Der ganze Stolz der kommunistischen Führung. Leider gibt es ein kleines Problem. Es existiert nur eine einzige einsatzfähige Maschine und bei der werden kurz vor dem Abflug Risse in den Motoren entdeckt. Die Berater drängen darauf, ein anderes Flugzeug zu nehmen und einen Zwischenstopp einzulegen. Doch Chruschtschow lehnt ab. Er will um jeden Preis bei den Amerikanern Eindruck schinden, selbst wenn er dabei sein Leben riskiert und das der anderen Passagiere. Aber sie haben Glück, der Flug verläuft ohne Zwischenfälle. Als die riesige Maschine in Washington D.C. zur Landung ansetzt, sind alle Protagonisten bereit für ihre Rolle in der bevorstehenden großen Show. Nikita Chruschtschow, Dwight D. Eisenhower, die amerikanische Bevölkerung und die Medien, die eine unerwartete Rolle spielen werden. Our entire two-hour program this morning is given over to a man whose name I'll bet you can't spell. Can you? We made a little survey and found that not one out of 20 people can spell Khrushchev's name. Try it right now. How do you spell it? Well, it's K-H-R-U-S-H-C-H-E-V. In profile, Nikita Khrushchev, a profile we're looking at more closely than ever before, trying to see what it tells us about this man who is now at the height of his power. A short, relatively fat man who hardly fits our image of what the most powerful dictator in the world should be. How did this bulky fellow with the rotund face that might be that of a clown reach his present pinnacle? This morning we have as our guest Mr. Nicholas Kovac, who has been supporting himself in this country for many years by playing and making some of Khrushchev's favorite instruments, the domrak. The man who is about to make his dramatic entrance through that airplane door is the embodiment of all that we hold evil. But at the same time, we cannot help but await with fascination the sight of his presence here. Wir hatten uns Sorgen gemacht, wie wohl der Empfang aussehen würde. Mit irgendeiner Herabsetzung womöglich. Denn die hätten ja demonstrativ etwas auslassen können, was einem Regierungschef zusteht. In Amerika galten wir nicht als ebenbürtig. In den Augen der bourgeoisen kapitalistischen USA sind wir ein verruchtes Land. Eins, das solcher Ehrerbietung nicht würdig ist. In den Monaten vor der Reise hatte Chruschtschow großes Augenmerk auf jedes protokollarische Detail gelegt. Nichts entging ihm bis hin zur Zahl der Salutschüsse zu seinen Ehren. Seine Sorgfalt und Beharrlichkeit werden belohnt. Auf dem Flugplatz war alles glänzend. Alles war vorzüglich hergerichtet, geschmackvoll, gut durchdacht und wohlgeordnet. Was nach dem Protokoll einem Staatschef zusteht, war auch alles da. Das schaffte schon mal ein Gefühl der Genugtuung. The President has been given a great deal of advice on what he should do with his visitor. One piece of advice coming from Senator Johnston is that he should take him to church. On grounds that it is never too late for a sinner to repent. Chruschtschow setzt ein breites Lächeln auf und winkt während der Fahrt durch Washington. Zum ersten Mal hat er Amerikaner vor sich. 250.000 sind gekommen, um ihn vom Straßenrand aus zu sehen, auf dem Weg vom Flughafen zum Weißen Haus. Doch im Gegensatz zum Kreml-Chef winkt von ihnen niemand. Er wird aber auch nicht beschimpft. Der Mann, der dort in einem Lincoln-Cabriolet vorbeirollt, denken sie sich, dieser Mann könnte eines Tages auf den roten Knopf drücken und damit die atomare Apokalypse auslösen.
Let me ask you, who do you... Magic event, and we're out to show it. Kaum im Weißen Haus angekommen, überreicht Chruschtschow Präsident Eisenhower ein Geschenk. Eine kleine Eisenkugel. Sie ist eine Kopie der Kugel, die die Russen am Tag zuvor auf dem Mond gelassen haben. Diese Leistung macht den Amerikanern schwer zu schaffen. Haben sie damit nicht eine weitere Runde im Wettlauf ins All verloren? Zu allem Überfluss hat Chruschtschow noch lakonisch in die Kugel eingravieren lassen: UdSSR, September 1959. Nun muss der amerikanische Präsident auch noch diese Kopie des sowjetischen Triumphes in die Kameras der ganzen Welt halten. Welch eine Schmach. Eisenhower kocht vor Wut, bewahrt aber staatsmännisch Haltung. Der erste Punkt geht an Chruschtschow. So sehen es jedenfalls die amerikanischen Medien, die diesen ersten Tag wie ein Fußballspiel kommentieren. Today, it's Wednesday, September the 16th, 1959. Right on the hour, and from Studio 3B, here is Dave Garroway. We'll be covering the Khrushchev visit, of course, this morning, as we did yesterday, and will all this week. We'll be showing you perhaps facets of him that you may not have recognized, like what a great showman he turned out to be yesterday. Yes, I knew when that little girl presented him with the flowers that he was going to embrace her or pat her head or something. Little things like taking the play away from the president by holding his Homburg up a couple feet in the air to shade his face. Things that actors kill other actors for. The way he took out those little 18th century glasses of his, the little round glasses, slowly put them on his face. That was brilliant. He's putting his arm around the president in the car riding in from the airport, winking tight, at the reporters. Tight squeeze, that was, wasn't it? Yes, there was not very much space left there in that back seat between Mr. and Mrs. K and the president. They talk about Americans being overfed. I think the Russians do all right. The president was almost lost in the back seat there. You just barely see him. Im Presseclub in Washington warten 500 Journalisten auf die Pressekonferenz, bei der sie erstmalig einem kommunistischen Führer Fragen stellen können. Die erste Frage zielt auf Chruschtschows Rolle im blutigen Regime seines Vorgängers Stalin. There is a story that at the meeting of the Communist Party Congress, during which he delivered his long speech about the crimes that Mr. Stalin had committed, that someone in the audience set up an unsigned but written question. Mr. Khrushchev paused in the middle of the speech and read the question to the audience. What were you doing while Stalin was committing these crimes? The question asked. Mr. Khrushchev suggested that perhaps the author would like to arise and identify himself. No one stood up. Well, comrades, Mr. Khrushchev said, now you know what I was doing while Stalin was committing these crimes. Perhaps the chairman would like to comment on that story. Я хотел бы ответить тем сочинителям, которые сочинили этот вопрос, когда они его сочиняли, чего они хотели? Вы что, хотите поставить меня в положение такое и смеетесь уже заранее? Русские говорят, знаете, смеется тот, кто смеется последний. И как бы вы, господа, выдумщики, понимаете, всяких вздорных сочинений, после не раскаивались в своих выдумок. Я на провокацию не пойду, и я не отвечу какими-нибудь недружескими выпадами, потому что ложь не может за правдой угнаться. Kein guter Anfang für die Pressekonferenz. Doch das stört die amerikanischen Journalisten nicht. Es hagelt weiter unangenehme Fragen zu Stalin, dem Einmarsch der Sowjets in Ungarn, dem berühmten Satz, wir werden euch begraben,
zur Meinungsfreiheit, den Judenprozessen und zur Religion in der UdSSR. Chruschtschow beantwortet nur einen Bruchteil der Fragen. Manche zieht er ins Lächerliche und anderen weicht er aus. Am nächsten Morgen erscheint Chruschtschow um genau 7.52 Uhr auf dem Bahnhof von Washington, D.C., bereit zu seiner großen Reise durch die USA. And there goes our chairman Nikita Khrushchev through the honor guard of American Army troops to the train which will take him to New York City. Again, he's waving to the crowds, and he's done this all through his tour of Washington, apparently completely oblivious or uncaring about the fact that very few people in the crowds here have waved back or done anything but stare at him rather stonily. This does not prevent the chairman from waving heartily and smiling a rather broad, engaging grin, I must confess. So far, in his public appearances, Khrushchev has shown no indication at all that he's even aware of the elaborate, fantastic security precautions that have been taken for his sake. Khrushchevs Sicherheit hat allerhöchste Priorität. Es sorgen mehr Männer für seinen Schutz als jemals sonst für einen Staatsgast in diesem Land. Und das hat seinen Grund. Schätzungen des FBI zufolge wollen ungefähr 25.000 Amerikaner Khrushchev töten während seines Besuchs. Und vom sowjetischen Geheimdienst KGB kam die freundliche Ansage an die Amerikaner, dass schon der Versuch eines Attentats auf Khrushchev einen sofortigen Atomangriff auf die USA nach sich ziehen werde. Auf der Fahrt nach New York beginnt Khrushchev eine angeregte Unterhaltung mit seinem offiziellen Reiseführer, UN-Botschafter Henry Cabot Lodge. Das Gesprächsthema hat Khrushchev gewählt. Wenn ein Atomkrieg zwischen der Sowjetunion und den USA ausbrechen würde, wer würde ihn gewinnen? Cabot Lodge geht nicht darauf ein. Warum Khrushchev diese Frage auf amerikanischem Boden anschneidet, ist völlig klar. Er will die Amerikaner daran erinnern, dass die UdSSR als eine Supermacht ernst zu nehmen ist. Währenddessen strömen in Manhattan, einem der Ziele eines potenziellen sowjetischen Atomangriffs, mehrere hunderttausend New Yorker auf die Straßen, um Mr. K. zu empfangen. Die meisten aus Neugier, andere, um gegen den Besuch zu protestieren. Und wenn ein kommunistischer Führer mitten im Kalten Krieg in die USA kommt, mangelt es nicht an Protestthemen. Doch die New Yorker geben schnell auf. Aus Sicherheitsgründen durchquert der Konvoi die Stadt in 6 Minuten, nicht eine mehr. Bei dem Tempo kann ihn niemand begrüßen und schon gar nicht beschimpfen. Murrend, weil sie umsonst gekommen sind, beginnen die New Yorker sich zu zerstreuen, wobei sie Manhattan erneut für Stunden lahmlegen. Derweil erscheint Khrushchev zu seinem ersten offiziellen Event in der Metropole, dem Essen mit dem Bürgermeister. Es ist ein ganz gewöhnliches Essen. So normal wie der Schnellcheck mit dem Geigerzähler, ob Stuhl, Tisch und Teller nicht etwa verstrahlt seien. Bei uns zahlt solche Empfänge der Staat. Aber dort hat jeder selbst bezahlt. Sie haben sich eine Eintrittskarte gekauft, wie im Theater, um an dem Mittagessen teilzunehmen. Ich will ganz offen sein. Als ich noch ein kleiner Junge war, hatten wir am 14. September immer einen Jahrmarkt. Zu dem sind alle hingegangen, Arbeiter aller Altersstufen. Ein Zirkus war dabei und auch Wanderzoos. Die Leute gingen dorthin, um einen Elefanten zu sehen. Es kostete 50 Kopeken und jeder meinte, sich das ansehen zu müssen. So ähnlich war das bei diesem Essen in den USA. All die Leute wollten sich unbedingt diesen russischen Bären ansehen. Was ist der für eine Erscheinung? Welchen Eindruck macht er? Kann er mit Messer und Gabel essen und in einer Gesellschaft ordentlich bei Tisch sitzen? Wie benimmt er sich? Schmatzt er vielleicht? Lauter solcher Dinge.
Chruschtschow benimmt sich vorbildlich. Auch die amerikanische Elite verhält sich tadellos zu Ehren des Sowjetführers. Nicht so wie am darauffolgenden Tag die Menge vor dem UNO-Gebäude. He called me a Russian red. Of course, I got on a red dress, but that don't make me a Russian. What were you And I slapped him. Were you doing any yelling? Were you talking at the time? I was waving at the thing that was coming over there, and then he said I was a communist because I was waving. I'm free to wave my hand up if I want to. I'm in a free country. They don't realize that those people that come here. They're troublemakers. Why did you come here to see this day, just general interest? I was here every day since he'd been here on 34th Street. And a commodore, and everywhere that the procession be, I was there. Just curious or what? Just curious. And then, too, if this man here is for any good, freedom, let him come. If it do this country any good for him to be here, I'm glad he's here. Where are you from? Alabama. Birmingham. And did you come up here to New York just to see Mr. Khrushchev? I'm here, I've been here 8 years. wait a minute. Am nächsten Tag soll Chruschtschow zur Westküste weiterreisen. Niemand ahnt, wie sehr sich die Dinge ändern werden. His two-day visit to New York over, Chairman Khrushchev flies 3,000 miles across the United States to Los Angeles. Schon lange vor Chruschtschows Ankunft in der Traumfabrik hat sich Hollywoods Crème de la Crème im Café de Paris eingefunden, um mit dem Kreml-Chef zu Mittag zu essen. Sogar Marilyn Monroe, für ihre Unpünktlichkeit bekannt, kommt diesmal bei Zeiten. Nach einer schnellen Mahlzeit ergreift der Präsident der Fox Studios, Spyros Skouras, das Wort. Seine Rede beginnt höchst unerwartet. Спасибо. Mr. Chairman, this I was not going to tell in my speech. But your country is the greatest corporation, the greatest capitalistic firm, the greatest monopoly the world has ever known. Хорошее монополия. A very good monopoly. Хорошо, хорошо. Mr. Chairman, in all modesty, I beg you to look at me. My two brothers and I came from one of the smallest villages of Greece and from a very poor family. In 1910, on coming here, we work as humble bus boys. Because of the American system of equal opportunity. Now I'm fortunate to be president of 20th Century Fox. Это производит очень сильное впечатление и на меня, и я выражаю вам
большое уважение свое. Но меня этим вы не поразите. Если вы хотите знать, кто я такой, я стал трудиться, как только научился ходить. До 15 лет я пас телят, овец, коров у капиталиста. Потом я работал на заводе, на шахтах, на химических заводах. Я премьер-министра великого советского государства. Хороша Америка, достойный ее народ, великий народ, а я гость президента, гость великой страны. Я очень благодарен и очень доволен, как я и мои товарищи, пребыванием в Америке. Когда я ехал сюда, мне наметили маршрут, что я в вас посмотрю. А сейчас мне подошли и сказали, нет, вы, говорит, в такой-то городок поехать не можете. Как называется он? Да. Я говорю, почему? Мне говорят, видите, ехать вам нельзя туда потому, что мы, вот послушайте, мы, то есть американские власти не могут, если я туда поеду, гарантировать мою безопасность. Что у вас там, холера, что ли, развелась, понимаете? Или что там, понимаете? Чума, что ли, что я могу заразиться? Или бандиты захватили, которые могут меня уничтожить там. Я говорю, что я очень хотел бы поехать и посмотреть. Вот мое положение, гостя вашего. Это непостижимо для моего понимания. Я считал, что у вас организованное хозяйство, что если я приезжаю, так моя безопасность не будет заключаться не в том, что меня посадят, понимаете, в какую-нибудь закрытую машину и будут там парить так под лучами, понимаете, вашего, понимаете, солнца, выпарить, понимаете, все соки. Я думал, что я здесь буду свободно ходить среди свободного американского народа. А мне говорит, нет, извольте. Я считаю, это очень у меня вызывает горькое сожаление. И я не могу не выразить своего огорчения. Спасибо за внимание. Viele der Anwesenden trauen ihren Ohren nicht. Sind sie hier, um den Zorn des Führers der anderen Weltmacht über sich ergehen zu lassen, weil sein Besuch in Disneyland abgesagt wurde? Die Antwort lautet ja. From an entertainer's point of view, what did you think of the show today? It was a very interesting afternoon. What did you find most interesting? Nearly everything. What did you think of the ad-libs? Interesting. Very interesting. Is this what you expected here today? What did you come expecting? Roast beef. I expected it to be interesting. From one Hollywood spectacular to another, Soundstage 8, where the Cole Porter film musical Can-Can is in production. Wir kamen genau in dem Moment an, als diese aufgetakelten Mädchen den Can-Can tanzen sollten. Die Mädchen haben getanzt, haben ihre Röcke zur Seite geworfen und ihre Hintern entblößt. Na schön, nicht ganz, sie hat noch Höschen an. Dieser Film war ziemlich, nun ja, pikant. Für uns ist so etwas ungewohnt, ein Film für Erwachsene. Auch andere Gäste stellen sich die Frage, warum gerade dieser Film ausgewählt wurde, um Hollywood zu repräsentieren.
Als die Szene aus French Can-Can vorbei ist, wirkt Khrushchev weder geschockt noch pikiert. Diese Mädchen scharten sich um uns und die mitreisenden Reporter begannen, Aufnahmen zu machen. Ich hörte, wie einer den Frauen zurief: Hebt die Kleider höher, höher, hebt sie höher. Er wollte offensichtlich ein besonders pikantes Foto machen. Und das war ohne Frage eine antisowjetische Finte, der Versuch, mich irgendwie herabzusetzen. Seht euch das an. Khrushchev hat sich hier ausgerechnet mit Frauen fotografieren lassen, die sich so benehmen. Der Besuch in Disneyland ist abgesagt, aber an einen Ersatz dafür hat niemand gedacht. Deshalb kurft die Delegation um Mr. K. ziellos durch die unzähligen Vororte von Los Angeles. Drei lange Stunden später trifft Nikita Khrushchev schließlich im Hotel Ambassador ein, zu einem offiziellen Abendessen mit dem Bürgermeister von Los Angeles. Alles verlief wunderbar, bis der Bürgermeister das Wort ergriff. An seinen Namen erinnere ich mich nicht mehr. Jedenfalls war der Mann nicht rundlich und er hatte auch kein Schweinegesicht, wie bei uns die Kapitalisten auf bissigen Plakaten dargestellt werden. Mr. Chairman, we do not agree with your widely quoted phrase, we shall bury you. You shall not bury us. We're happy with our way of life. We recognize its shortcomings and are always trying to improve it. But if challenged, we shall fight to the death to preserve it. Dieser kleine Satz, wir werden euch begraben, verfolgt Khrushchev seit fast 3 Jahren. 1956 sagte er gegenüber westlichen Botschaftern in Moskau, die Geschichte ist auf unserer Seite. Ob ihr uns liebt oder nicht, wir werden euch begraben. Gemeint war, dass der Sozialismus früher oder später wirtschaftlich wie auch politisch über den Kapitalismus siegen werde. Doch die US-Medien rissen den Satz aus dem Zusammenhang. Ihre antikommunistische Propaganda lautete, Khrushchev will euch umbringen. Der Kreml-Chef hatte bereits mehrfach erklärt, was er mit diesem Satz hatte sagen wollen. Und er mochte es nicht noch einmal wiederholen. Da bin ich, wie es so schön heißt, ausgerastet. Ich hätte das auch einfach übergehen können, aber ich musste diesen antisowjetischen Hornochsen eins in die Fresse hauen. Öffentlich und sofort. Я обращаюсь к вам, дорогой мир, мой хозяин. Вы хорошо меня и моих товарищей угощали. Я вам благодарен. Но правду вам скажу. У вас так водится, нет? В своем выступлении вы сказали, что мы вас хотим похоронить. Я вас спрашиваю, зачем вы это говорите, когда я давал даже, когда приехал в Америку, давал разъяснение по этому вопросу. Ведь я думаю, что меры тоже, видимо, прессу читают. Во всяком случае, у нас председатели городских советов обязательно читают. Если они не читают, их тогда могут не выбрать на следующих выборах. Если так говорить, языком серьезным. Я приехал с серьезными намерениями, а вы хотите, знаете, шуточками отыграться. Так подумайте, о чем мы говорим. Мы говорим или о мире, или о войне, или о жизни, или о смерти наших людей.
Dann scheint sich Chruschtschow wieder zu beruhigen und fährt mit seiner Rede fort. Сколько выступал, не называл и не прибегал, так сказать, к слову какого-либо оружия, ракет тем более. Если я сегодня назвал, у меня выхода другого нет. Потому что выходит, что я приехал к вам, бедный родственник. Ищи хоть повыласты. Irritiert fragen sich die Zuhörer, was Chruschtschow ihnen hat sagen wollen. War das eine Drohung? Spielt er mit dem Gedanken an einen dritten Weltkrieg? Später am Abend hat Nikita Chruschtschow erneut einen Wutanfall. Diesmal in seinem Hotelzimmer. Er tobt, schimpft über den Empfang seitens der Amerikaner und droht am nächsten Morgen das Land zu verlassen, wenn sich nichts ändere. Die Liste seiner Beschwerden ist lang. Er beschwert sich über die Dauer der offiziellen Bankette, über fehlende Kontakte zu normalen Amerikanern, den Wegfall des Besuchs in Disneyland und natürlich über die Einstellung des Bürgermeisters von Los Angeles. Chruschtschow ist so in Rage, dass sich sogar seine an sein Temperament gewöhnten Assistenten allmählich Sorgen machen. Doch dann legt er plötzlich mit einem breiten Grinsen den Zeigefinger auf seine Lippen und zeigt zur Zimmerdecke, in der er Abhörmikrofone vermutet. Chruschtschow blufft. Er will die Amerikaner einschüchtern, um noch besser behandelt zu werden. Und das erreicht er auch. We'll switch now to Washington for more on the Capitol's feelings about this aspect of the tour from CBS News correspondent Howard K. Smith. Washington, where or near where the climax of Khrushchev's trip will be played in a few days, has watched the Soviet leader's tour past the halfway mark with mixed feelings. There is, as the White House statement said today, a profound wish that Khrushchev will be treated courteously on his tour. It would be a shame if relations between the giant nuclear nations which survived the Berlin blockade and the Korean War should now founder on a missed excursion to the Disneyland amusement park. Washington wants nothing to happen which would cast a shadow on the talks Khrushchev is to have with President Eisenhower here late this week. Die Absicht des Weißen Hauses, Chruschtschow zu besänftigen, zeigt schon am nächsten Morgen Wirkung. Zwischen Los Angeles und San Francisco darf sein Zug einige Zwischenstopps einlegen, damit er normale amerikanische Bürger kennenlernen kann. I am impressed by the number of people waiting to see the Soviet premier. Maybe we can talk to some of these people and find out just exactly why they came out to see Mr. Khrushchev. Tell me, how did you happen to come down to the station today to see the Soviet premier? Well, we thought we'd like to have a look at him and put too much about him. Is there anything you'd like to say to him? Not particularly. Just curiosity. Right. Have you ever been down to the station before to see any other personality pass no, through? No, I'm afraid I haven't. How about you, sir? What's your interest in coming down to the station today to see this train? Well, I'm sorry, I don't speak English very well, sir. Well, you speak very well. I just came just for curiosity, that's all. Curiosity. Well, that's as good an answer as I've had all day. Erstmals hat Mr. K. nun Kontakt zur amerikanischen Bevölkerung und er ist begeistert. Noch unglaublicher aber ist der Zuspruch der Amerikaner. Natürlich ist er für sie nach wie vor ein kommunistischer Diktator. Aber inzwischen ist er auch eine Berühmtheit, ein Star, mal fröhlich, mal komisch, mal mürrisch, schlicht unberechenbar, seit seinem ersten Medienauftritt, der rund um die Uhr wiederholt wird, 7 Tage die Woche. Mr. K. kommt Ihnen vor wie der miesepetrige, motzende Onkel aus einer bekannten Sitcom, mit einem Herzen aus Gold. Im Übrigen versteht der Durchschnittsamerikaner die Enttäuschung, dass ihm Bürokraten den Besuch von Disneyland verwehrt haben.
Im Zug fragt Khrushchev plötzlich Henry Cabot Lodge: Erinnern Sie sich an den Bürgermeister von Los Angeles? Den Bürgermeister, antwortet Cabot Lodge unsicher und rechnet wohl mit einem erneuten Wutausbruch. Ja, sagt Khrushchev, ich glaube, er wollte einen Furz lassen. Und dabei hat er sich in die Hose gemacht. Dabei bricht er ein schallendes Gelächter aus. Damit zieht er einen Strich unter das unerfreuliche Erlebnis und ist für den Rest des Tages bestens gelaunt. Am nächsten Morgen finden sich in San Francisco schon um 5 Uhr früh die ersten Schaulustigen vor dem Hotel Mark Hopkins ein. Sie kommen von überall her, aber sie haben eines gemeinsam. Sie sind fasziniert von Nikita Khrushchev. Als Khrushchev und seine Begleiter einen Quality-Food-Supermarkt besuchen, ist er schon voll von Neugierigen und Journalisten. Die eigentlichen Kunden trauen ihren Augen nicht. Alle scharen sich um Mr. K. Niemand will diesen historischen Augenblick verpassen. Ein kommunistischer Staatschef in einem kapitalistischen Supermarkt. Die Kameraleute und Fotografen sind außer Rand und Band. Sie drängeln und klettern auf Verkaufsstände auf der Jagd nach dem besten Bild. Mütter halten ihre Kinder hoch, damit sie den roten König sehen. From San Francisco, Mr. Khrushchev flies to Des Moines, Iowa, a city in the center of the United States. What do you folks think about Nikita Khrushchev's coming to Des Moines? Are you in favor of it? Well, I think it's a wonderful thing for him to see ordinary people live and how we live in America. If you did see him, would you wave? Oh, yeah, I'd wave at him. I'd wave anyway if I didn't like him, you know. Be a poor wave, you know. A poor wave? Yeah. Thank you very much. And that's the way the people feel along the drug counter of Katz Drugstore. Now, to see how things have been progressing from that point, let's pick up the Khrushchev party with our live television cameras to get this exclusive view. The temperature was some 36 degrees in this cooling room. Mr. Menshikov, the Soviet ambassador to the United States, tried to hurry the premier along. Dort war eine Verkostung von Erzeugnissen dieser Fabrik vorbereitet worden. Wir sahen, dass überall Film- und Fernsehkameras aufgebaut waren. Dieser Kapitalist verstand etwas von Werbung. Er wollte mit meinem Besuch offenbar kostenlos Reklame für sich machen. Später würde es heißen, Khrushchev war hier. Er hat diese Produkte probiert und sie haben ihm geschmeckt. Also esst alle die Würstchen dieser Marke. Sie sind die besten. Und so haben wir diese Würstchen vor den Geräten verspeist, die das alles in die Fernsehapparate gebracht haben. Ein weiteres Mal entwickelt sich der Besuch anders als gedacht. Der berühmteste kommunistische Staatschef der Welt ist dabei, eine Rolle ganz im Stil des amerikanischen Kapitalismus zu übernehmen, als Werbestar. Now, gentlemen, we're going to have the pleasure of eating one of our hot dogs. With pretty girls to serve them. A little mustard, would he like mustard? Any, Mustard?
I did it, huh? Yes, of course, yes. Yes, of course. Okay. Вы когда-нибудь ели уже американские сосиски или первый раз? I think it's my first time. Wait a minute, we want to get your face. Let's open this television. Open the way to the camera. All right, let's see. Back up, please. Back up. Back up. Okay. Okay. Mr. Khrushchev had his first frankfurter. Take a big bite. Show him in the sausage-making department of the packing plant. He proclaimed it good, except he said the trouble was there wasn't any beer to go with it. He also said that the sausage was so excellent they should not change the formula. It hadn't been suggested that they were thinking of changing the formula. Nikita Khrushchev is at the heart of the matter tonight in Des Moines, Iowa, where he's the biggest attraction since the Iowa State Fair closed about 2 weeks ago. Well, tomorrow, Mr. Khrushchev goes to the Garst Farm, the real object of his visit to Iowa. He had said all along that he hoped to visit his old friend Roswell Garst at Coon Rapids. Our live television cameras will be on the scene, and tomorrow night at 8 o'clock, we'll return with a complete report on Khrushchev on the farm. Der Besuch bei dem kauzigen Landwirt und Millionär Roswell Garst, von Nikita Khrushchev liebevoll mein bester amerikanischer Freund genannt, hat eine interessante Vorgeschichte. Die beiden Männer sind sich schon 4 Jahre zuvor begegnet. Da war Garst als Landwirtschaftsexperte in die UdSSR gereist, um dort eine Vortragsreihe über Hybridmais zu halten. Entgegen allen Erwartungen traf er Khrushchev persönlich. Und am Ende des Gesprächs verkaufte der Amerikaner dem Sowjetchef 5000 Tonnen Hybrid-Saatgut. Innerhalb weniger Tage machte dieses Treffen mit Khrushchev aus dem Bauern einen Kapitalisten mit einem Millionen-Dollar-Vermögen. Trotzdem hätte sich selbst ein Mann wie Garst nicht träumen lassen, was ihn an diesem Mittwoch, dem 23. September 1959, erwartet. Schon lange vor Khrushchevs Ankunft verwandelt sich sein Hof in ein Tollhaus. Mehr als 300 erschöpfte und genervte Journalisten rennen kreuz und quer über das Gelände wie überdrehte Kinder. Es waren sehr viele Journalisten da, eine riesige Armee. Garst empfing uns und begann mir seinen Betrieb vorzuführen. Dieses Heer von Journalisten, von Fotoreportern und Kameramännern war ständig um uns herum. Rechts, links, vorne, hinten. Garst war wütend. Die trampeln hier alles nieder. Sie richteten mehr Schaden an als eine Heuschreckeninvasion. Und als gerade ein Journalist vorbeilief, um wohl ein Foto von vorn zu machen, da war Garst so in Fahrt, dass er ihm mit dem Fuß einen Tritt versetzte. Der war so heftig, dass seine Schuhsohle einen Abdruck auf dem Hinterteil dieses Korrespondenten hinterließ. Zum ersten Mal wird jemand in den USA derart von den Medien belagert. Dieser Staatsbesuch ist der Beginn der modernen Berichterstattung. Berichte werden hergestellt, aufgezeichnet und endlos wiederholt. Das Medienzeitalter, wie wir es heute kennen. In den USA hat sich etwas verändert. Das ist nicht zu übersehen. Keine 10 Tage zuvor, als Khrushchev in Washington ankam, verharrte die Menge in Schweigen und Unsicherheit war spürbar. Heute strahlen sie alle, applaudieren und winken. Natürlich hat Khrushchev die Amerikaner nicht zum Kommunismus bekehrt. Aber er hat sie für sich gewinnen können. Und in gewisser Weise hat er ihnen auch ihre Ängste genommen. Sicher, er ist einer der mächtigsten kommunistischen Staatschefs der Welt, aber nobody is perfect. Und trotz allem mögen die Amerikaner den älteren Herrn. Und Khrushchev mag sie offenbar auch.
In Pittsburgh besucht der Kreml-Chef ein Stahlwerk. Ein Arbeiter bietet ihm eine Zigarre an. Chruschtschow raucht zwar nicht, aber die Geste rührt ihn. Er steckt die Zigarre ein und bedankt sich. Dann holt er überraschend seine Uhr hervor und schenkt sie dem Arbeiter. Die Uhr von Nikita Chruschtschow macht Kenneth Jackie augenblicklich zu einem Star. Am nächsten Tag lässt er sie sogar schätzen, um sie versichern zu lassen. Der Juwelier sagt, das sei nicht nötig. Der Staatschef der größten Nation der Welt trug eine Uhr für 14 Dollar. From Pittsburgh, Mr. Khrushchev flies back to Washington. He returns to the capital city from which his American journey began. Behind him are busy days of traveling and constantly meeting people. Ahead are a few days of private conversations with President Eisenhower. Mit Khrushchevs Rückkehr nach Washington endet sein Urlaub in den USA. Morgen beginnt die Arbeit. Die beiden mächtigsten Männer der Welt werden einige Tage lang in Camp David die drängenden Probleme im Kalten Krieg erörtern. Die Berater des US-Präsidenten haben sich verrechnet. Nikita Chruschtschow geht nach seiner Reise durch die USA nicht kleinmütig, sondern bestärkt in diese historischen Gespräche. Und es ist nicht abzusehen, wie sie enden werden. Als Chruschtschow und Eisenhower drei Tage später von Camp David nach Washington zurückkehren, ist klar, dass die Gespräche zu nichts geführt haben. Sie konnten keinerlei Übereinkunft erzielen, weder in der Berlin-Frage, einem Brennpunkt des Kalten Krieges, noch in Abrüstungs- oder Handelsfragen. Was ist dort gelaufen? Eisenhower war tatsächlich auf eine Einigung aus. In den Gesprächen sagte er: Herr Chruschtschow, ich möchte alles tun, um mit der Sowjetunion eine Einigung zu erreichen. Ich habe geantwortet: Herr Präsident, nichts würde mich glücklicher machen. Aber wie sollte das gehen? Wir kannten deren Position und sie kannten unsere. Da machten wir uns beide nichts vor. Die Zeit war einfach noch nicht reif dafür. Wir hatten vor dieser Reise auch nicht erwartet, dass wir uns vor Ort gleich in allen strittigen Fragen würden verständigen können. Nichts entsteht im Nu. Moskau ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Da heißt es, klein anfangen. Sehen und gesehen werden. Nur diesem Zweck hatte meine USA-Reise dienen sollen. Demnach waren die Gespräche nicht völlig nutzlos. Die beiden Staatsmänner haben gemeinsam gegessen, sich Filme angesehen und lange Spaziergänge gemacht. Sie haben sich besser kennen und sogar ein wenig schätzen gelernt. Vor der Abreise lädt Nikita Chruschtschow Präsident Eisenhower für das kommende Frühjahr in die UdSSR ein. Und der nimmt die Einladung an. In den Monaten nach Chruschtschows Rückkehr aus den USA zeigt sich tatsächlich eine Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die Russen verbreiten das durch Mr. K. entstandene positive Amerika-Bild überraschend sogar in den sowjetischen Medien. Und die Amerikaner übertragen ihr Bild vom russischen Staatschef als einem bodenständigen Lebemann auf die gesamte UdSSR. Die ganze Welt, nicht nur die Sowjetunion und die USA, sehen darin das Ende des Kalten Krieges und den Beginn einer neuen Ära. Doch dann wird am 1. Mai 1960 ein U-2-Spionageflugzeug über der UdSSR abgeschossen. Chruschtschow ist schockiert. Er fühlt sich persönlich vom amerikanischen Präsidenten verraten. Seit einigen Monaten nannte er Eisenhower seinen amerikanischen Freund. Und der fällt ihm nun in den Rücken. Nikita Chruschtschow rächt sich sofort. Außer sich vor Wut und ohne Rücksicht auf Diplomatie widerruft er öffentlich Eisenhowers Einladung nach Russland. Господи Боже мой, я даже сам не знаю. Эйзенхауэр хотел к нам приехать. Слушайте.
это или сами понимают, я не знаю, вообще, я не понимаю. Я считаю так, что где человек гадит, туда он не ходит, понимаете, обедать. Значит, это элементарно, понимаете. Ну как же президент нагадил в Советском Союзе и ко мне Хрущеву на обед прибыл? Ну как же я его буду угощать, знаете? Хрущев geht noch weiter. Zwei Wochen später fliegt er nach Paris zum Gipfeltreffen der vier Besatzungsmächte in Berlin. Erneut fordert er von Präsident Eisenhower eine offizielle Entschuldigung für den Vorfall mit dem Spionageflugzeug. Eisenhower schweigt. Nikita Chruschtschow reist daraufhin noch vor Beginn der Gespräche wieder ab. Und damit nicht genug. Als selbsternannter Chef der sowjetischen UN-Delegation kehrt er genau ein Jahr nach seiner ersten New York-Reise dorthin zurück. Er attackiert Präsident Eisenhower auf dessen eigenem Boden. Bei den Vereinten Nationen begegnet Chruschtschow auch zum ersten Mal Fidel Castro. Und einmal zieht er, verärgert über einen Redner, seinen Schuh aus und schlägt damit auf das Pult. Dieser nur 30 Sekunden dauernde Vorgang wird für immer im kollektiven Gedächtnis des Westens bleiben und seinen ersten Besuch auf amerikanischem Boden vergessen machen. 1962 liefert Chruschtschow sowjetische Atomraketen an das kommunistische Kuba. US-Präsident John F. Kennedy ordnet daraufhin eine Seeblockade der Insel an und fordert Chruschtschow auf, die Raketen wieder abzuziehen. 13 Tage lang steht die Welt kurz vor einem Atomkrieg. Erst in letzter Minute macht Chruschtschow einen Rückzieher. Natürlich hat er dafür gute Gründe. Schließlich ist er ein kluger und versierter Politiker. Oder könnte dazu, dass Nikita Chruschtschow nicht auf den roten Knopf gedrückt hat, auch die Erinnerung an seine flüchtige, aber aufrichtige Liebelei mit den USA beigetragen haben, mitten im Kalten Krieg? Vielleicht war diese Reise bedeutender als gedacht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, was diesem freundlichen russischen Bon Vivant durch den Kopf ging, der die USA viele Jahre zuvor von Ost nach West bereist hatte.